Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Brothers. Wir hatten jetzt einen crazy Trip durch den, ich sag dunklen Wald, düster Wald, ich weiß nicht, ey, das war sehr unheimlich mit den ganzen Bäumen und Wölfen und den Erhängten und was ist denn mit ihm hier los? Nein! Maruhadi! Da! Elo! 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 Gott, wir haben ihn gerettet. Walila, Hayi. Un, Ria, Sa. Also hier ist anscheinend ein Feuer passiert, also und es hat wohl Frau und Kind erwischt. Hätten wir ihn lieber. Riasa. Hätten wir ihn lieber sterben lassen? Er wollte wahrscheinlich bei ihnen sein. Ach so, ja, okay, er muss über die Windmühlen. Oh. Was schreit denn da so rum, ey? Aha. Eingehakt, eingerastet. Schön, 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 schön. Was war das für ein Vieh gerade? Er hört sich auch wie so ein Vogel an, ey. Ach je, wo sind wir denn gelandet? Oh. Aber das Geräusch, ne, das ist so, das hört sich tief, das ist definitiv ein Vogel. Ich meine, da fliegen ja auch viele Vögel rum, ne? Die springen von alleine. Ich dachte immer, ich muss das drücken, dass die springen. Na, kommt jetzt der nächste Troll? Oder eine Harpie? So wie das Geräusch da klingt. Dali. Dia, Atai. Okay. Sieht nicht gut aus. Ich sehe da oben Fluggerät. Das mit dem Wasser war gerade schon sehr schwierig. Oh. Die Ziegen haben das Geräusch nicht gemacht. Cool, was macht er mit einer Ziege? Er reitet drauf. Das ist ja witzig. Und er? Auch. Brauchen wir die denn? Brauchen wir Ziegen? Ja.
Wahrscheinlich deswegen. Cool. Das, die können das ja richtig geil. Also, dass die das auch wirklich in echt jetzt, also so über diese Berge und sowas, ne, klettern können. Also das ist richtig cool, also die Viecher. Ah. Hey. Hey. Mhm. Verrückter Professor. Jim. Ja. Alles klar, machen wir, was auch immer wir machen sollen. Ich denke mal, ich habe es verstanden. Was ist denn hier das? Was sollen wir das denn machen? Upsala. Also man kann hier rüberspringen, dann hier hoch und... Ah, okay. Ah! Ja! Mhm. Der hätte ja jetzt ewig hier festgesessen. Alatia? Hia, Mali. So. Ma, Kai. Wir können anscheinend hier irgendwie was zum Fliegen benutzen oder so. Was soll das da werden? Keine Ahnung, was das hier werden soll. Vielleicht ihn? Ich kann Musik machen. Ich denke aber nicht, dass das irgendwie wichtig ist. Ich denke, wir brauchen nur diesen Flugapparat da und dann... Da brennt eine Kerze. Wer hat die angelassen? Okay, dann wollen wir mal. Oh Gott, das geht nicht gut. Oh Gott. Wie fliege ich das Ding? Wie fliege ich das Ding?
Wie fliege ich das? Ich weiß nicht, wie ich das fliegen soll. Ich habe nach links und rechts gedrückt, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Loslassen ist auch nicht. Okay, also muss ich das gedrückt halten. Aber ich weiß nicht, wie ich fliegen soll. Fuck, Mann. Oh, das dauert immer so lange. Ach, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. Das hat so gut funktioniert. Eigentlich viel mehr in der Mitte bleiben. Wenn ich in der Mitte bleibe, ist das nicht allzu schlimm. Mach keine Scheiße jetzt hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh je. Was? Wie muss ich da auch ausweichen? Oh nein, das liegt mich doch am Arsch, ey. Fuck, 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 fuck. Oh. Mein Gott. Wer hat sich das schon wieder ausgedacht hier, ey? So.
weiß nicht, wo ich hinfliegen soll. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ach, wir sind schon da? Cool. Oh. Ach, mir tun meine Finger jetzt richtig weh. Mhm. Ach so, ja, okay. Jetzt haben wir ein Seilchen drum. Mhm. Ja, ich verstehe. Gut. Upsala. Scheiße. Wo war das nicht geplant? Okay, das war cool. Nein! Na, vielleicht war es doch richtig. Okay. Falscher. Das ist immer, wenn die verkehrt herum sind, als ich die steuere, dann komme ich immer sehr schnell durcheinander. Okay, cool. Wir haben es geschafft, definitiv. Aber ich glaube noch nicht ganz. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Boah, er ist so lahmarschig beim Klettern, der Kleine, ne?
muss mich gerade konzentrieren. Deswegen konnte ich gerade nicht reden. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier lang. Mal ganz schwer von aus. Das ist sehr groß hier alles. So, zack. Was ist denn da drinnen so groß? Haben da Riesen gelebt? Und je näher wir dem kommen... So näher kommen wir dem Geräusch. Achso, die können jetzt nicht zusammen, die müssen jetzt getrennt erstmal. Auch Riesen gelebt. Geht doch gar nicht anders, ey. Troll haben wir ja schon gesehen. Irgendeine Harpie krächzt hier auch rum. Passt das doch alles. Aber klar, dass wir da wieder raus müssen. Harpie, Phönix, was gibt's noch? Ein Greif? Es gibt so viele. Wieso brennt die Kerze noch? Fragt sich das denn keiner? Ich höre das schon die ganze Zeit, das Geräusch. Was ist es? Ein Vogel? Jetzt sag's mir endlich. Ist ein Vogel? Das ist eine Eule. Ist das eine Eule? Das war eine Eule, ne? Seht ihr, guck mal, hier lebt da noch einer. Du kannst ja sagen, was du willst. Da ist die Kerze noch an hier. Der aus Skyrim, der war wieder da. Wir können hier über das Kissen so rüber. Noch die Arme. Weil sie gefangen ist wahrscheinlich. Oh. Er hat sich wehgetan. Ach, guck mal, hier doch. Warte mal. Das ist doch von einem Greif hier, das Buch. Ich habe da gerade einen Greif gesehen. Och, Mäuschen. Oh, nö. Hey! Ara, dahi? Ja, ich verstehe es. Hm. Aber wollte jemand vielleicht einen Greifen daraus machen oder so? Der hat dann so viele Zeichnungen. Jetzt müsste es gehen.
eine Art Eulengreif, ne? Normalerweise haben die ja den Schnabel eines Adlers, ne? Oh, putzig. Oh, hier, die beiden werden bestimmt beste Freunde. Leila. Oh, das ist süß. Das ist echt süß. Ara. Dahi? Da? Nein! Was? Natürlich auch traurig. Mit der letzten Kraft. Das war jetzt schon traurig. Das war schon sehr traurig, ja. Das ist mega. Das ist echt hart. Das ist... Mit der letzten Kraft hat er sie noch gerettet. Ah, was? Wir können für den Kleinen nichts tun. Wir können nur die Feder... Die nehmen wir definitiv mit. Wir nehmen die Feder mit, klar. Ach, Mann. Ich finde das traurig momentan. Seitdem mein Hund gestorben ist, bin ich mit Tod von... Ich weiß, es ist jetzt ist nur im Spiel, aber... Er hat sie fliegen lassen, die Feder. Seitdem bin ich echt ziemlich nah am Wasser gebaut, was das angeht. Noch näher als sonst, also es... Ist das ein Riese? Was ist hier passiert, ey? Das sind Riesen. Ich meine, ich wusste das in dem einen Ding Riese, aber... Das ist ein Schlachtfeld voller Riesen. Und das scheint noch nicht lange her zu sein. Ich meine, die fressen noch. Das sieht noch sehr frisch aus, sag ich mal. Ja, was ist das dafür? Was für eine Welt leben die? Überleg mal. Die kriegen das alles gar nicht mit in ihrem kleinen Dörfchen. Und jetzt sehen die das erst. Dass hier so Riesen gibt und Trolle und Eulengreife und so. Das... Da habe ich mich jetzt erschrocken. Ja. Okay, ich muss Schluss machen. Sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.